Ja, hallo zusammen, hier ist wieder der Swobo und ich begrüße euch hier heute zu einer kleinen Radtour nach Feierabend aus den Niederlanden oder wie die Bewohner hier sagen würden, herzlich willkommen in Niederland. Ja, ich bin hier bei Gronau, also im westlichen Münsterland, rübergefahren in die östlichen Niederlande, um eine kleine Feierabendradtour rund um Enschede zu unternehmen. Das wären so knapp 50 Kilometer. Ist eine sehr ländlich geprägte Gegend. Enschede ist eine Großstadt in den Niederlanden, 160.000 Einwohner. Das ist hier eine Großstadt in den Niederlanden. Wie man hinter mir schon sieht, hier in der Gegend wohnen offensichtlich auch nicht die ärmsten Bürger, nein. Und wie gesagt, rund um die Niederlande geht es. Nein, nicht um die Niederlande, rund um Enschede geht es. Ich bin jetzt hier bei Glanerbruck rübergefahren über die Grenze. Jetzt zeige ich mal eben ein paar Bilder. Das war gar nicht so einfach, hier einzureisen. Der Grenzübergang ist geschlossen, wird jetzt komplett geschlossen. Am 21.06. habe ich gerade gelesen. Heute ist der 15.06.21. Da habe ich noch Glück gehabt, dass ich mit dem Fahrrad rüberbuckeln konnte. Ja, und hier geht es jetzt heute los. Ja, hinter mir seht ihr das Schild Universität von Twente. Ich bin ja gerade über das Unigelände hier in Enschede geradelt. Sieht da ganz idyllisch aus, ne? Ist nicht so riesengroß, bisschen Wasser drumherum. Das hätte mir auch ganz gut gefallen zum Studieren. Aber bin ich ein bisschen zu alt für, ne? Bei mir ist der Berufsbildungszug schon abgefahren.
Ja, hinter mir seht ihr das Fußballstadion hier in Enschede. Der FC Twente ist hier zu Hause. Und was so typisch ist für die Niederlande, diese Fahrradpaletten hier. In Münster haben wir das ja uns abgeguckt. Da gibt es ja auch eine Fahrradtiefgarage und diese Fahrradpaletten am Bahnhof. Und das finde ich doch immer wieder eine beeindruckende Sache, ne? Wie viele Leute mit dem Rad unterwegs sind, wie das auch genutzt wird und wie man auch auf engem Raum viele Räder unterbringen kann. Ich bin ja immer wieder total gern mit dem Rad in den Niederlanden hier unterwegs und nicht zuletzt wegen dieser ausgebauten Radwege. Wenn man sich das hier anguckt, ich war ja neulich noch in Essen, war das glaube ich auf dem Ruhr-Schnellweg 1 unterwegs. Der ist ja schon kein Stück von ausgebaut für Fahrradfahrer, aber das hier ist immer noch wieder, finde ich, eine ganz andere Dimension, ne, an Radwegenetz hier in den Niederlanden. Und genau dieser hier ist auch wieder ein riesen Beispiel dafür, ein positives Beispiel. Wenn man den Radverkehr ernst nimmt, wenn einem das wichtig ist, dann sieht das so aus. Aber ihr habt ja gerade auch gesehen, Rollerfahrer fahren hier in Niederland auch auf dem Radweg. Dann stören die in Anführungsstrichen auch nicht im Straßenverkehr sonst die Autofahrer. So wie ich mit meinem Speed-Pedelec dann ja auch irgendwo ein Hindernis bin. Aber ich muss ja auf der Straße fahren. Und auf unseren deutschen Radwegen kann man ja auch nicht mit dem Speed-Pedelec fahren. Ist einfach zu schmal. Das ist auch dann eine Gefahr wirklich für alle anderen. Aber so gefällt mir das hier. Das Radfahrnetz hier in den Niederlanden ist ja auch wirklich super ausgeschildert, und zwar nach diesem Knotenpunktsystem hier. Ne? Ich bin jetzt hier am Knotenpunkt 32, Knotenpunkt Twekkelo, und so muss man sich nämlich nie Ortsnamen merken. Man kann immer gucken, wo man hin möchte, merkt sich einfach den nächsten Knotenpunkt und dann ist das ausgeschildert, wie man da hinkommt. Und ich bin jetzt ja, wo sind wir jetzt hier genau? Enschede, bin da hier in Glanerburg gestartet, hier schon ganz rumgeradelt, Universität. Und bin jetzt hier am Knotenpunkt in Twekkelo. Was mir auch noch wichtig ist, zu betonen, dass ich hier nicht in Holland unterwegs bin, sondern in den Niederlanden. Viele Menschen speisen das immer alles in einen Topf. Niederlande ist gleich Holland. Nein, das hier ist hier die Region Overijssel, in der ich unterwegs bin. Sozusagen Bundesland, wenn man so will, wenn man es mit uns vergleichen will. Und Holland ist dann ja in westlichen Niederlanden, also Nordseeküste. Und das ist ja hier ganz der Osten der Niederlande, diese Region hier. Die Region Overijssel.
knapp 27 Kilometer bin ich jetzt geradelt und habe hier diese Hütte oder Unterstand, Shelter, wie auch immer, gefunden zum Pause machen. Kann man sich auch super hinsetzen, auch sogar mit ein paar Leuten mehr. Ich bin da meistens doch alleine unterwegs und auch heute Familie gefragt, oh nee, ist so warm auf dem Nachmittag, nach Feierabend willst du so eine Tour machen. Ich finde das total klasse, jetzt gerade in den Abend rein, es ist Dienstag, ist jetzt zum Abend noch nicht so viel Verkehr wie über Tag. Wochenende passt das ja auch nicht immer, dass ich eine Tour machen kann. Nächstes Wochenende habe ich mich auch verabredet für eine Tour, mal was anderes. Werdet ihr dann ja sehen, was da rauskommt. Jedenfalls, was ich sagen wollte, wenn ihr mal Lust habt, mich jetzt zu begleiten, meine Familie hat ja nicht immer Lust, dann meldet euch ruhig bei mir. Einfach mal eine E-Mail schreiben oder über die Kommentare. Wir finden da schon irgendwie Kontakt. Hat mit dem Harry neulich ja auch gemacht, dass er mir sein Duisburg gezeigt hat. Würde mich total interessieren, wenn ihr mir eure Radfahrregion zeigt. Wenn ihr nicht kamerascheu seid, umso besser. Könnt auch gerne bei uns hier in der Gegend eine Tour machen oder wie hier in den Niederlanden. Würde mich wirklich freuen. Wie gesagt, meldet euch ruhig bei mir. Ich fahre momentan ja meistens mit dem E-Bike, aber ich kann auch langsam fahren. Ich kann auch den Motor ausmachen und ich muss auch nicht immer 170 Kilometer am Tag fahren. Für so manche bestimmt auch eine Sehenswürdigkeit hier bei Enschede, die Grolsch-Brauerei. Ihr habt ja gerade die junge Dame mit dem Roller gesehen und die hat ja keinen Helm aufgehabt. In den Niederlanden gibt es auch keine Helmpflicht für Rollerfahrer. Die fahren ja auch mit auf den gut ausgebauten Radwegen hier, also nicht mit den Autos mitten auf der Straße und leben anscheinend auch deutlich sicherer. Also, soweit ich informiert bin, ich habe mich da schon mal informiert, als ich da die 4-Tage-Tour in den Niederlanden gemacht habe, gibt es hier nicht mehr kopfverletzte Rollerfahrer oder Radfahrer im Straßenverkehr als bei uns. Also das Helmtragen an sich ist nicht nur der beste Schutz, sondern das Gesehenwerden. Und durch das andere System hier in Niederlanden, dass die Fahrradfahrer halt auch nicht durch parkende Autos versteckt werden, sondern dann auch auf der Straße fahren, und dann kommen erst die Autos, wenn es keinen speziellen Radweg gibt, dann werden die halt auch gesehen und dadurch passieren weniger Unfälle. Ja, so ist das hier, ne? Also Rollerfahren ohne Helm.
Ich habe gerade mal versucht, die Beschreibung hier für die Kunst im Wald ins Deutsche zu übersetzen mit meinen mäßigen, ja, bis schlechten Niederländisch-Kenntnissen. Ist auch seltsam, ne? Die Niederländer, die nach Deutschland kommen, die sprechen alle gut Deutsch in Münster immer. Und ja, egal, ich übe ja noch und ich übe wirklich, damit es auch besser wird, damit ich mich hier auch wirklich auf Niederländisch unterhalten kann, wenn ich mal ein Anliegen habe. Nun ja, was ich sagen wollte, die Übersetzung. Hier in Enschede war auch ein Textilzentrum Anfang des 19. Jahrhunderts, auf der anderen Seite in Gronau ja auch, da war auch große Textilindustrie. Und der Herr Niemeyer, dem das Anwesen auch wohl gehört, was ich euch gerade gezeigt habe, das sieht ja auch ganz stuckelig aus hier im Wald, das ist der Wald direkt hier an dem Anwesen, der hat hier die Porträts seiner Vorfahrinnen, seiner Großmutter, Urgroßmutter und Urgroßmutter, sozusagen von den Porträts, diese Bilder hier im Wald machen lassen. Finde ich ganz spannend, ne, um daran zu erinnern, um an diese Textilgeschichte auch zu erinnern. Und hier steht das erklärt, allerdings, wie gesagt, auf Niederländisch. Kilometer waren es am Ende jetzt auf meiner Feierabendtour hier am Dienstag Nachmittag, frühen Abend rund um Enschede und wirklich wunderschön. Für mich wie so ein kleiner Urlaub vom Alltag. Habe am Morgen ja schon gearbeitet von 6 bis 14 Uhr, bin um 4 Uhr aufgestanden, aber bin jetzt total fit. Ist jetzt gleich 20.30 Uhr. Aber hat super Spaß gemacht. Richtig erholsam so eine Tour nach Feierabend in der schönen Gegend hier. Und ich merke doch immer wieder, wie gerne ich doch in den Niederlanden mit dem Rad unterwegs bin. Ist halt fürs Auge mal ganz was anderes und zum Radfahren sowieso auf den breiten Radwegen hier immer wieder interessant. Macht immer wieder Spaß. Ja, ich verabschiede mich für heute von euch. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zugucken. Wenn ja, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hartlich bedankt. Tot ziens. Euer Swobo.